Unsere Geschichte beginnt genau hier. Nein, genauer gesagt beginnt sie hier, in Gievenbeck, in der Michaelkirche. Und sie geschieht genau jetzt in diesen Tagen. Pass nur gut auf, wenn du ganz leise und still in der Kirche bist, ja vielleicht entdeckst du sie selbst einmal. Fridays for Future ist mittlerweile allen bekannt, so auch Micha. Weit weniger bekannt sind bei uns die Mondays for Mice oder auch Mäusemontage, wie die kleinen Mäuse diesen Tag nennen. Es ist ein ganz besonderer Tag in der Woche der Kirchenmäuse. Und so packt Micha auch heute, wie an jedem dieser Tage, seinen großen Korb auf den Gepäckträger und macht sich auf den Weg. Sein Ziel ist die Sakristei. Wenn er Glück hat, kann er auch heute seinen Korb wieder mit vielen Hostienkrümeln füllen, die am Sonntag neben die Schale gefallen sind. Kaum in der Sakristei begibt sich Micha auf die Suche. Einige Krümelchen hat er bereits gefunden. Als er mit seiner Nase auf etwas Goldenes Glänzendes stößt. Langsam lässt er seinen Blick nach oben schweifen. Doch was ist das? Ein Leuchtturm? Aber wo waren hier die Schiffe? Oder der Handspiegel von Pfarrer Sühling? Von der Größe könnte es ja passen. Da fällt Michas Blick auf das große Fenster ganz oben. Dort musste doch etwas ganz Besonderes sein. Ob er... Was für eine Frage! Natürlich wird er! Und so klettert Micha nur wenige Minuten später, so schnell er kann, bis nach oben. Staunend betrachtet Micha all das Gold, die bunten Steine, die... Sieh nur Gott, wie schön das hier gemacht ist. In dem Fenster muss etwas wahrlich Wertvolles sein. Micha schaut in das Fenster und kann kaum glauben, was er da sieht. Keinen kleinen Hostienkrümel, sondern eine ganze Hostie. Staunend pfeift Micha durch die Lippen. Ela würde ihm nie glauben, was er hier gefunden hat. Ein Festmahl würde es heute geben. Micha malt sich schon ein gemeinsames Picknick mit Ela bei Kerzenschein aus. Als er mit seiner kleinen Schnauze an die große Fensterscheibe stößt. Mist, das hatte er ganz vergessen. Das durfte doch nicht wahr sein. Du Gott, sieh nur, jetzt habe ich so ein großes Stück Brot gefunden und komm doch nicht heran. Das geht doch nicht, oder du? Du hast doch selbst gesagt, dass du uns das Brot des Lebens bist. Und jetzt willst du mich vor dem gedeckten Tisch verhungern lassen? Wütend will Micha aufstampfen, als er mit einem Mal den Halt verliert und in die Tiefe stürzt. Hoppla! Alles gut, Micha? Doch Micha ist nichts passiert. Ganz weich ist er gefallen. Mitten auf eine große Scheibe Brot. Sicher das Pausenbrot des neuen Küsters. Aber das ist Micha ganz egal. Schon hat er es mit einem großen Seil an seinem Gepäckträger befestigt und macht sich auf den Nachhauseweg. Ganz müde sitzt er abends auf seiner Bank vor dem Haus. Anstrengend war der Nachhauseweg gewesen. Umso mehr schmeckt ihm jetzt das Brot. Ein Gedanke beschäftigt Micha aber immer noch. Du Gott, du, ich verstehe die Menschen nicht.
Sie wollen allen zeigen, dass du das Brot des Lebens bist. Und dann sperren sie dich hinter Glas, wie ein Löwen im Zoo. Verstehst du das, Gott? Vom bloßen Anschauen ist doch noch niemand satt geworden, oder du? Du willst doch mitten unter uns sein, du, oder? Also, wenn ich hier sitze mit so einem leckeren Brot, dann bist du mir ganz nah, du. Ganz nah. Denn dann wird mir ganz warm im Bauch. Du, das bist du. Weißt du, du bist das warme, wohlige Ich-bin-da-Gefühl in meinem Bauch. Und ihr? Wisst ihr, dass in unserer Pfarrei in den nächsten Wochen viele Kinder das erste Mal zur Kommunion gehen dürfen? Was meint ihr, spüren sie, wenn sie das erste Mal das geweihte Brot empfangen dürfen?